Joran, dein gottlose Mystiker. Ich bin ein Fremder in der Fremde. Ich schreibe in einer fremden Sprache. Ich weiß nicht mehr, was Heimat ist. Ich bin überall fremd. In den Kreisen französischer Linksintellektueller, im Kulturbetrieb. Ich bin ein Eremit mitten in Paris. Meine grauenvollen Visionen bringen mich den Wüstenvätern nahe. Ich bin ein Fremder unter allen Menschen. Ein Fremder in der Welt überhaupt, aus dem Paradiese vertrieben. Wo könnte ich ein Zuhause finden? Ich bin ein Mensch, für den es hienieden keine Heimat gibt. Jede Form von Kirche ist mir fremd. Was mich in der Religion fasziniert, ist die mystische Ekstase. Doch meine skeptische Rationalität hat mich immer wieder davor abgehalten, mich in diese Ekstase zu stürzen. In die Verzückung des Daseinsgrundes. Meinem skeptischen Geist ist diese Welt eine Welt von Unlösbarkeiten. Die Erkenntnis ist eine Plage für das Leben. Und das Bewusstsein eine klaffende Wunde im Lebenskern. Wenn wir aufgehört haben, unser inneres Leben auf Gott zu beziehen, dann können wir uns zu ebenso wirksamen Ekstasen erheben wie die Mystiker. Aber ohne in das Jenseits zu flüchten, sollte uns dennoch die Obsession einer anderen Welt verfolgen, dann würden wir uns eine eigene Gelegenheitswelt schaffen. Und sei es auch nur, um unser Bedürfnis nach dem Unsichtbaren zu befriedigen. Was zählt, sind einzig unsere Erlebnisse, ihre Intensität, die es uns ermöglicht, uns in eine nicht-sakrale Tollheit zu stürzen. Ich will die Mystiker beherben. Ohne ihr Gotteskonzept zu übernehmen. Die Mystik ist für mich eine Heilung von der Wunde der Individualisierung, die das Ich als Fetisch aufgerichtet und aufgebläht hat. Mystik ist das Mittel, die Welt und die Grenzen des eigenen Ich zu überwinden. Mystik ist intensives, unmittelbares Erlebnis. Ich bin ein Mystiker und ich glaube an nichts. Ich will alle denkerischen Kategorien sprengen.
Bei der Mystik interessiert mich das Erlebnis der Ekstase. In der Ekstase erwirbt man keinerlei deutliche Gewissheit oder bestimmte Erkenntnis. Das Gefühl ist indessen derart intensiv, dass es alle Kategorien sprengt. Die Vernunft wird überwunden. Man macht Schluss mit allen Fragen und taucht unter in einem Licht der Unbewusstheit, der Unwissenheit. Und doch ist da in mir eine Sehnsucht nach Gott. Wehe dem Ungläubigen, der in seinen schlaflosen Nächten nur über einen beschränkten Vorrat an Gebeten verfügt. Je kühner die Paradoxe über Gott sind, umso treffender drücken sie sein Wesen aus. Sehr oft habe ich während meines Lebens die religiöse Versuchung gespürt. Ich vertiefte mich in die Lektüre der Mystiker. Ich glaubte sogar, sie verstanden zu haben. Aber als der Augenblick kam, den Sprung in den Glauben zu wagen, rebellierte etwas in mir. Nein, du wirst nicht mehr weitergehen. Ich kann den Zweifel nicht überwinden, da ich unfähig bin zu glauben. Ich habe die Mystiker immer gelesen, aber seit einiger Zeit immer weniger. Vielleicht werde ich mich eines Tages ganz von ihnen abwenden, weil ich selber nicht mehr fähig bin, auch nur einen Hauch von Ekstase zu erfahren. Wozu dann eigentlich dann noch der anderen Ekstase nachzuspüren? 3 oder 4 Mal in meinem Leben habe ich diese Ekstase fast gestreift. Nein, erlebt. Sie hat mich auf eine Stufe über Gott versetzt. Doch gehe ich auf Distanz zur Gottesvorstellung der Mystiker. Denn wenn der Mystiker uns die Ekstase seiner Sehnsucht schildert, so mündet diese doch in ein Gegenüber, in einen Gott, wo sie Halt und Rechenschaft findet. Auf sich selbst reduziert, ohne die Untermauerung durch Gott, wäre sie fragwürdig. Und ist doch nur eine Illusion. In seinen Anfällen von Trübsinn gesteht es der Mystiker ein. Was mich an den Mystikern fasziniert, ist nicht ihre Gottesliebe, sondern ihre Abscheu vor dem Irdischen. Deswegen verzeih ich ihnen alle Seligkeitsseufzer, diese so freizügig vergeuden. Was ich beschreibe, sind vor allem Erfahrungen der Leere. Die Leere aller Tage. Die Lehre der Ewigkeit.
Ihr verdanke ich Zustände, die den besessensten Mystiker vor Neid erblassen lassen. Ich glaube an nichts. Gerade die Glaubenshaltung ist es, die mich an religiösen Menschen so abstößt. Gott fasziniert mich. Doch ist der Glaube ein Hindernis, das sich vor ihm aufbaut. Wie schade, dass man, um zu Gott zu gelangen, durch den Glauben hindurch muss. Denn jeder Glaube übt einen Terror aus. Man hat mich gefragt, sind Sie nun Skeptiker oder Mystiker? Und ich habe geantwortet, beides. Ein Philosoph kann der Mittelmäßigkeit nur durch den Skeptizismus oder durch die Mystik, diese zwei Formen der Verzweiflung der Kenntnis, entkommen. Die Mystik ist eine Flucht aus dem Erkennen. Der Skeptizismus ist ein Erkennen ohne Hoffnung. Das sind zwei Weisen zu sagen, dass die Welt keine Lösung ist. Die Welt ist das Werk eines skrupellosen Weltschöpfers. Noch möchte ich nicht in einer Welt leben, die ohne jedes religiöse Gefühl wäre. Ich denke dabei an dieses innere Beben, das einen, unabhängig von welchem Glauben auch immer, zu Gott schleudert und manchmal über ihn hinaus. Gott ist nie eine erledigte Sache. Ich suche eine Mystik ohne Religion, eine gottlose Mystik, ohne Bindung an traditionelle Glaubensinhalte. Religiös ist alles, was uns davor schützt, zusammenzubrechen. Jede Lüge, die uns gegen unsere atemvergifteten Gewissheiten abschirmt. Die einzige unumstößliche Gewissheit ist der Tod. Angesichts des Todes ist alles, was die Menschheit über die Ewigkeit, für die Ewigkeit geschaffen hat, nichts. Die Religion ist nur ein Versuch einer Übertünchung der totalen Sinnlosigkeit. Die Religion ist nur ein Lächeln, das über dem allgemeinen Unsinn schwebt. Wie ein allerletztes Parfum über den Wellen des Nichts. Mein leidenschaftlicher Nihilismus wird zu einem glasklaren Skeptizismus. Die flammende Überzeugung der Sinnlosigkeit zur Ironie gegen alle Sinnangebote. Der skeptische Zweifel ist das letzte Wort.
Das sicherste Mittel, um sich nichts zu täuschen, ist, eine Gewissheit nach der anderen durch den Zweifel zu unterminieren. Doch auch der Nihilismus schafft keine Gewissheit.